Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager. Wollen wir nochmal anfangen? Das geht ja gut los. Nein, das wird nicht geschnitten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farm Manager 2018. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reingeschnippelt seid. Ja, wir haben in der letzten Folge eine neue Mission angenommen. Wir sollen Putter züchten, die ja hier eigentlich Truthähne sind, aber in der Missionsbeschreibung stand es so. Nun gut. Wir sind auch noch voll dabei. Der Inseminator wird hier automatisch gerufen. Wir haben unser Gebiet noch ein kleines bisschen erweitert. Es sind drei neue Betriebe dazugekommen, zwei kleine Ställe für Ziegen und für Schafe. Und ehrlich gesagt, ich muss mich ja fast outen. Ich bin so ein kleiner Fan von Schafen. Ich könnte mir hier richtig schön so eine kleine Hügellandschaft vorstellen und die Möglichkeit, dass man sich vielleicht einen Schäfer anstellt und der treibt dann die Schafe immer so durch die grünen Ebenen. Leider wird das hier nicht möglich sein, aber worauf ich auf jeden Fall jetzt schon Lust habe, ist mal einen größeren Stall für Schafe hinzustellen. Das können wir im Moment noch nicht machen, denn in den Bauoptionen haben wir immer noch die Eingrenzung oder Einschränkung, oder? Ja, wir bräuchten diesen, warte doch mal, das ist der kleine Stall, mittlerer Stall für Kühe. Gibt es gar keine Möglichkeit für die Schafzucht? Doch, ja guck mal, wir können den mittleren Stall ja sogar schon bauen. Und das Gebäude gefällt mir richtig gut. Wollen wir nicht mal so einen mittleren Stall für die Schafe noch bauen? Oh, das würde mir richtig gut gefallen, das machen wir gleich mal noch. Aber erstmal schauen wir noch, was es hier noch so zu erledigen gibt, denn ihr habt ja auch wieder fleißig geschrieben. Deswegen sage ich jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank an euch für die Kommentare unter dem letzten Video. Und ein Kommentar, der kam von Zwicknagel, der hat nämlich gefragt, macht es nicht eigentlich auch Sinn, jetzt hier bei diesen neuen Stellen auch ein neues Silo zu setzen? Denn die Wegstrecken, die unsere Mitarbeiter laufen müssen, um neuen Futternachschub zu organisieren, ist relativ weitläufig. Und hier muss man auch wieder sagen, ist doch auffällig, dass unsere Mitarbeiter auch nicht die geeignetesten Wege suchen. Also man geht hier ganz oft unten entlang. Zum Teil holt man aus diesem Silo was raus, zum Teil wird aus diesem Silo was rausgeholt. Die Wegfindung ist jedoch nicht so perfekt, als dass man hier auch immer die kurzen Wege nehmen würde. Deswegen macht es durchaus Sinn, Zwicknagel, da hast du recht. Das können wir eigentlich machen. Auch wenn wir im Moment jetzt keinen akuten Handlungsbedarf sehen, denn selbst wenn sie etwas länger laufen müssen und etwas länger unterwegs sind, die Nahrung, die kommt hier Stück für Stück zusammen. Das ist also jetzt nicht unbedingt dringend notwendig, aber wenn wir noch weitere Ställe bauen möchten, und das habe ich ja gerade gesagt, habe ich vor, dann wäre es auf jeden Fall nicht blöd, sich nochmal um ein Silo zu kümmern, wenn wir hier eh in diesem Bereich diese Tierzucht noch ein kleines bisschen weiterführend betreiben wollen, dann gerne. Okay, dann fangen wir aber chronologisch an. Wir setzen uns jetzt tatsächlich mal diesen mittleren Stall hier hin. Ich möchte gerne mal gucken, wie das aussieht. Och, das sieht doch prima aus hier, schön. Das heißt, wir machen uns diese doppelspurige Straße noch ein kleines bisschen höher. So. Und dann setzen wir allerdings den Stall noch ein kleines bisschen versetzt. Den drehen wir uns noch ein bisschen rein. Ich möchte diesmal... Oh, der hat zwei Eingänge. Das ist ja interessant. Aha. Okay, wir müssen uns hier noch eine kleine Straße ranziehen. Ich möchte, dass der noch so ein kleines bisschen weiter nach hinten gesetzt wird. Dieser Stall. Passt das jetzt? Gucken wir mal. Ja, da könnte er jetzt zum Beispiel ran. Ja, wir setzen den ein kleines bisschen weiter nach innen. Und die nächste Straße, die dürfte dann eigentlich hier auch reichen. Das heißt, normalerweise sollte jetzt hier diese Verbindung auch gewährleistet sein, dass dieser Stall auch angeknüpft werden kann. So, jetzt bin ich mal gespannt auf dieses Gebäude. Sieht auf jeden Fall ein kleines bisschen schöner aus als dieser Kuhstall, der hier so zweigeteilt ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie viele Schafe wir hier eigentlich unterkriegen. So, jetzt kümmern wir uns um das Silo. Das setzen wir uns in Größe L, also Fassungsvermögen hier 650.000 Einheiten. Das ist also mehr als genug. Das setzen wir uns hier dazu.
Und ich hoffe, dass diese Wegstrecken jetzt auch ausreichend sind, sodass die Transportfahrzeuge hier rankommen. Und wenn das Silo dann errichtet ist, dann können wir ja auch ganz entspannt hier ein paar Einheiten einfach verlagern. Wir können zum Beispiel eine Zweiteilung vornehmen, dass aus diesem Silo beispielsweise die Hälfte des Hafers oder 500 Kilo Sonnenblume hier nach oben transportiert werden. Das heißt, wir teilen das so ein kleines bisschen auf. Es ist zwar ein bisschen Arbeit, aber auf der anderen Seite, wir haben ja mitunter gerade im Winter immer nicht ganz so viel zu tun und deswegen können wir solche jahreszeitlichen Phasen gerne als Überbrückung nutzen, um uns ein bisschen um andere Sachen noch zu kümmern, und da kommt mir das doch ganz gelegen, dass wir gerade diese Zeit haben. So, und die Schulung ist beendet für die Landwirte und effiziente Marketingtechniken in der Landwirtschaft Nummer 1. Das heißt, die Maximalpreise sollten jetzt um 5% höher sein. Schauen wir doch mal in die Weiterführung dieser Effizienz. Marketingtechniken, Maximalpreis für Produkte und Erträge werden um 7% insgesamt erhöht. Machen wir 15.000 Euronen, dauert 30 Tage, ist in Ordnung. Ich hoffe nur, wir müssen jetzt nicht so schnell wieder was Neues forschen, wenn diese Mission durch ist. Aber das möchte ich auf jeden Fall gerne machen. So, das Silo, das steht schon mal. Gut, dann fangen wir mal an, ein paar Sachen hier umzutransferieren. Sonnenblume. Können wir das gar nicht? Doch, Shift. Shift drücken. Großes Silo 2. Wir wollen 500 Kilo. Verlagern, jawohl. Und was haben die hier oben eigentlich noch so im Bedarf? Kartoffeln, meine ich, ne? Ja, die Schafe wollen Kartoffeln und Mais. Kartoffel ist hier drin. Da können wir jetzt im Moment nichts verlagern, aber Mais. Mais haben wir hier. Da können wir ruhig einen Tausender hier mal nehmen. Eine Tonne darf hier rein. So, und was können wir hier noch reinmachen? Ich meine Weizen. Nee, Birne. Birne, Apfel, Gras, Gärfutter. Oh, Apfel. Apfel haben wir ja auch noch in der Nähe. Gucken wir mal, ich glaube, Apfel war hier noch was drin. Ja. Den werden wir komplett umverlagern. Birne haben wir im Moment gar keine. Da müssen wir erst zuschlagen. Da müssen wir doch mal in den Markt reingucken. Birne, Birne, Birne. Da können wir uns eigentlich mal 500 Kilo bestellen. Das sollte jetzt wirklich erstmal reichen. Zumindest bis wir dann im nächsten Jahr selbst die Erträge einfahren. Birne kaufen. So, was wir jetzt nochmal überprüfen müssen, ist allerdings, ob wir Birne nicht durch einen ganz blöden Zufall wieder im Autohandel drin stecken haben. Nicht, dass das geliefert wird und dann direkt auch wieder verkauft wird. Schauen wir mal bei Birne. Wo haben wir denn Birne? Birne, Birne. Ja, die ist nämlich hier im Autohandel drin. Obwohl, wir haben eine Sperrgrenze von 500. Okay, das ist gut. Das ist okay. Das heißt, die 500, die jetzt bestellt werden, die bleiben auch erhalten. Das ist in Ordnung. So, Häcksel. Wo wird denn Häcksel gelagert? Ich meine hier drin, ja. Gut, das müsst ihr euch da jetzt rausholen. Da kann ich jetzt nun nicht viel gegen machen. Es sei denn, ich würde noch einen Stall errichten. Das muss jetzt aber nicht extra an dieser Stelle sein. Nö, das passt so. Das passt so. Jetzt müssen wir uns mal um Angestellte kümmern. Ich hätte gerne, natürlich brauchen wir jetzt hier zwei Angestellte. Ne? Für diesen großen Schafszugang brauchen wir natürlich auch zwei passende Mitarbeiter, ist klar. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir Glück haben und jemanden finden. Nein, noch nicht. Der Ausdauerskill ist mir inzwischen sogar in dieser Kombination wirklich relativ wichtig. Margot Zeiger, ne, ist mir ein bisschen zu teuer, Margot. Du willst ein kleines bisschen zu viel. Zu viel Geld. Da suchen wir lieber noch ein bisschen. Wir hatten ja gestern schon so wahnsinniges Glück, was unsere Mitarbeiter angeht. Na, das sieht jetzt aber gerade nicht ganz so rosig aus, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir nochmal paar Mal klicken. Naja. Naja. Jetzt. Da. Ingolf. Ingolf Bildstein. Und Eva Waldeck. Auch die sind, die nehmen wir beide. Schaut mal hier, 561 und Eva will 697. Oh, das passt doch. Die nehmen wir.
angestellt. Welches ist es denn? 6, ne? Jawohl. Gebäude Nummer 6. Eva auch gleich noch in die Nummer 6. So. Dann kriegen die zwei gleich mal noch ihren verpassten Skill. So. Eva noch. So, und dann könnt ihr gerne hier rein. Auto vervollständigen. Wir holen uns das Auto-Besamungsinstitut. 8000 Glocken. Und wir könnten jetzt nochmal Tiere kaufen, aber wir könnten nochmal schauen, wie viel sind jetzt hier drin. Wir können ja selber züchten. Pass auf, wie machen wir das am dümmsten? Wir kaufen 2. Das... Ach so. Ah, das ist jetzt natürlich wieder blöd. Ich will doch gar keine Ziegen. Ich will doch Schafe. Naja, jetzt müssen wir warten, bis die Tiere da sind. Und dann nochmal verkaufen. Ah, habe ich ein bisschen zu früh geklickt? Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Tiere im Gebäude. Schauen wir mal, sind die schon da? Nee, 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 nee. Die kommen doch erst hier. Wo ist denn der Transporter? Da ist der Transporter. Ja, das ist ganz schön eng hier. Könnte man fast noch eine Straße brauchen, ne? Okay, nee. Also ihr zwei dürft mal wieder gehen. Wir wollen Schafe. Unbedingt Schafe. Dann nehmen wir jetzt nochmal 2. Und je nachdem, wie schnell die Zucht hier ist, werden wir dann die nächsten Tiere aus diesem Gebäude einfach noch verlagern. Vielleicht 2, 3 Schafe, je nachdem, wie viele jetzt durch die Zucht dazukommen. Und die packen wir dann hier in diesen mittleren Stall mit rein. Und ich denke, das ist dann auch in Ordnung. Ist auch schön, dass hier in diesem Gebäude einfach der Auslauf insgesamt betrachtet etwas größer ist. Und eben nicht diese Zweiteilung wie beim Kuhstall drin ist. Und dann freue ich mich schon auf die Frühjahrssaison, wenn wir dann die Tiere auch draußen beobachten können. Das wird eine schöne Sache, denke ich. Es ist sicherlich auch gar nicht so blöd, dass wir diesen mittleren Stall da jetzt gebaut haben, denn wir haben ja schon gesehen, wie schnell das mit der Truthahnzucht ging. Die ist schon abgeschlossen, auch die Gänse gehen ja relativ schnell, ebenso wie die Enten, aber bei den Schafen dauert auch hier die Fortpflanzung natürlich ein kleines bisschen was länger und deswegen ist es ganz gut, dass wir da 2 Ställe inzwischen haben. Okay. So, die Tiere sind da, erlaubte Nahrung, das haben wir schon überprüft und jetzt gucken wir mal, was jetzt hier davon schon angekommen ist. Noch nichts. Okay, unsere Mitarbeiter können sich das ja gleich hier rausholen. Immerhin ist ja schon was in diesem Silo drin. Okay, dann darf ich eine Sache nicht vergessen. Ich hatte es zwar schon vorher mal kontrolliert, aber doppelt hinsehen, das lohnt sich ja in diesem Fall auf jeden Fall. Denn der Stefan hat geschrieben, kontrolliere mal deine Maschinen nochmal. Denn im Winter ist ja immer diese Zeit, um eine Wartung durchzuführen. Und ich habe auch erst gedacht, als ich reingeguckt habe, das wäre doch schon wieder die Zeit, um hier eine Wartung durchzuführen. Aber leider geht das offensichtlich doch noch nicht. Die müssen wohl doch noch ein bisschen mehr verschleißen. Schade eigentlich, das hätte ich gerne tatsächlich jetzt durchgeführt, aber offensichtlich gibt es hier keine Maschinenteile, denen wir eine Wartung auferlegen können. Feldspritze, nee. Also es sieht wirklich alles richtig gut in Schuss aus. Naja, gut. Zu wenig Tiernahrung in diesem Gebäude. Ja gut, damit habe ich jetzt fast gerechnet, dass das passieren wird. Auch dadurch, dass das Silo jetzt da ist, die Mitarbeiter müssen es eben erstmal holen. Es geht leider nicht anders. Aber die Schafe, die sind schon draußen. Die haben schon ihr Fell hier wahrscheinlich. Das muss erst im Sommer wird das ja immer geschoren. Das heißt, die können hier bei den Temperaturen gerne draußen rumstiefeln. Das ist doch herrlich. So. Okay. Ziegen sind auch draußen. Ach schön, das gefällt mir. Ich glaube, einen großen Ziegenstall holen wir uns auch noch. Doch, das machen wir. Ich mag das. Ich bin so ein Fan von Tieren. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir richtig gut. So. Okay. Warum haben wir jetzt dieses Gebäude so weit reinversetzt? Ganz einfach. Ich möchte selbstverständlich noch ein kleines bisschen dekorieren. Das Ganze soll hier wirklich in ein natürliches Ambiente eingebettet sein. Wenn wir schon nicht diese Freilaufzonen für die Tiere schaffen können, das also wie angesprochen mit dem Schäfer hier die Tiere hier rumziehen können in Freiland, dann möchten wir wenigstens ein kleines bisschen mehr Natürlichkeit hier drin haben und deswegen machen wir uns ein kleines bisschen was an die Ränder. Warum? Ausgerechnet. Ach, das ist doch... Jetzt aber, mein lieber Mann. Lass jetzt die Bäume stehen. Will der immer wieder die Bäumchen abreißen? Ja, es ist leider... Brauchen die
offensichtlich ihre Abstände, sonst stehen sie sich wohl gegenseitig im Weg. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Das können wir leider nicht beeinflussen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich doch noch ein bisschen mehr Platz lassen. Oh, ich finde diese Nadelbäume einfach göttlich. Gefällt mir richtig gut. So, und dann betten wir das hier so ein bisschen ein. In herrliche Bäumchen. Und dann haben wir zumindest noch ein kleines bisschen... Also... bisschen mehr Natürlichkeit. Ich stelle mich hier aber auch an. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Es bringt nochmal so ein kleines bisschen ländliches Treiben hier mit rein. So, jetzt, ihr Lieben. Ihr dürftet jetzt aber wirklich mal ein bisschen Gas geben, Eva und Ingolf. Ich meine, dieser große Container steht ja jetzt schon in der Nähe. Ihr braucht das doch nur rauszunehmen. Was habt ihr denn da jetzt wieder geholt? Guck mal doch mal ins Lager. Wir haben Mist. Schafswolle, Schafsmilch ist schon drin. Aha, gemolken ist schon. Gras haben sie geholt. Okay, Gras. Wir müssen jetzt mal überprüfen, ob wir mit diesen 5 Tonnen Gras, die wir in unserem Stall hier eingestellt haben, als Kapazitätsgrenze noch hinkommen. Im Moment fehlt uns ja im Winter noch die Ertragsleistung dieses Feldes. Aber ich meine, wir sollten in den Autohandel nochmal gucken und sollten diese Grenze von 5000 doch nochmal ein kleines bisschen anheben. Zum Beispiel auf 6 Tonnen. Das sollte eigentlich für diese Stelle dann reichen, selbst wenn wir noch einen mittleren Stall dazu nehmen. Wir gucken mal bei Gras rein. Autohandel 6000. Ist schon auf 6000. Ja, dann machen wir halt 8000 draus. So. Fertig ist der Lack. Okay, das sollte reichen. Reichen insbesondere dann, wenn die Ernteerträge ausfallen, wie im Winter. Denn da sind wir wirklich drauf angewiesen. Wir haben jetzt 13. Februar. Es dauert noch. Es dauert noch, bis der Frühling anfängt. Also so schnell wird hier kein neues Gras dazu kommen. Müssen wir wirklich mal beobachten, wie weit diese knapp 3 Tonnen jetzt noch ausreichen. So, dann erweitern wir dieses Grundstück. Inzwischen bin ich sogar richtig froh, dass wir das hier nach hinten raus erweitert haben und noch ein bisschen Grundstück dazu gekauft. Das gefällt mir echt ganz gut, dass die Betriebe jetzt hier untergebracht sind. So, Tiere sind bereit zur Fortpflanzung. Da müssen wir nichts weiter tun. Die Enten, jawohl, ist schon fast geschafft. 5-mal Gänse gezüchtet, 13-mal Enten gezüchtet. Na, also wunderbar. Und jetzt geht es hier aber wieder Schlag auf Schlag mit den Gewächshäusern. Na gut, eins geben wir noch rein. Hier, die Paprika kann noch runter. So, und jetzt versuchen wir mal, das genauso hier auf dieser Seite noch anzulegen. Auch hier hätte ich gerne noch einen mittleren Stall dabei. Auch den setzen wir uns noch ein bisschen zurück. Aha, aha, okay. Das heißt, wir müssen uns einen Weg hier ransetzen. Sollte eigentlich reichen. So. Okay, gut, und den Rest, den müssen wir hier auch noch ranknipsen, damit hier die Verbindung passt. Aber ich denke, da warten wir mal noch, bis das Ding errichtet ist. So, und dann können wir uns das hier auch noch ein kleines bisschen einrahmen, die Straße hier noch weiterziehen und dann auch das ein kleines bisschen malerisch noch in Dekoration einbauen. So. Entenzucht ist durch. Fehlen jetzt eigentlich nur noch... Ach so, wir sollen die verkaufen. Wir sollen ja gar nicht unbedingt züchten. Ja, das ist ja ganz einfach. Das ist ja ganz easy peasy. Aber trotzdem würde ich gerne warten, bis wir ein paar mehr Schafe haben. Jetzt haben wir hier in diesem mittleren, in diesem kleinen Stall 7 Stück. 2, 4, 6, 7. Das heißt, wir können... Wir verlagern mal 2, würde ich sagen. 2 in diesen mittleren Stall, dann geht das vielleicht mit der Fortpflanzung hier oben auch noch ein kleines bisschen schneller. So, nächstes Gewächshaus darf geerntet werden. Einmal Erdbeere. Und dann brauchen wir noch 2 Angestellte. 5 von 8, also wir haben noch ein kleines bisschen Platz. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch jemanden finden können.
So, mehr Betriebe werden es dann allerdings erstmal nicht. Ich hoffe, dass das auch nicht zu viel ist, was ich jetzt hier gemacht habe. Aber ich möchte es unbedingt. Ich will es so richtig. Schafe und Ziegen, die fühlen sich hier wirklich pudelwohl auf unserem Biohof. Und das bringt ja auch tolle Erträge. Ich meine, die Wolle bringt uns auch einiges. Louis Knörr. Schon wieder über 700. Oh, nee. Zu teuer. Viel zu teuer. Haben wir nicht noch jemand anderen? Bestimmt. So, Beate Tillmann ist auch 740 Euro pro Monat, auch zu teuer. Also wir wollen ja hier keine Krümelkackerei betreiben, ja. Es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand mal ein kleines bisschen mehr verdient, aber es ist ja auch ungerecht, wenn alle den gleichen Skill haben. Ne, da wird ja auch gemauschelt und getuschelt untereinander. Und dann heißt es ganz, ganz schnell, warum hat Beate 250 Euro mehr jeden Monat auf der Hand und ich nicht? Ja, und dann ist das Geschrei riesig. Dann wollen die anderen auch alle mehr Lohn. Nein. Hier wird jeder gleich behandelt. Hier ist jeder gleich wertvoll oder wertlos. Also bei den Gehältern müsste man ja fast davon ausgehen, wir halten nicht sehr viel von unseren Mitarbeitern. Aber es ist aus wirtschaftlicher Sicht natürlich sinnig. Wenn ich jetzt natürlich im Lotto gewinnen würde, dann würde ich hier freiwillig jedem einen Tausender mehr auszahlen. Ist doch völlig klar. Ohne Mitarbeiter und diese fleißige Händearbeit geht hier nämlich gar nichts. Aber im Moment haben wir auch wirklich Pech. Ich finde keinen passenden Angestellten und der Stall ist schon fertig. Es wird aber jetzt wirklich mal Zeit, dass wir hier mal noch jemanden finden. Die haben mir doch jetzt hoffentlich nicht zugehört. Und haben jetzt gar keine Lust mehr, hier auf dem Hof anzuheuern. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber ich finde tatsächlich jetzt im Moment niemanden. Das ist, ich meine, wenn wir wenigstens einen hätten, dann wäre das ja schon mal ganz gut. Antonia Peres, auch die ist zu teuer. Tut mir leid, ich kann meine Prinzipien als auch an dieser Stelle nicht brechen. Da, Carla Zabel. Jawohl, die nehmen wir schon mal. Carla Zabel. Einen anderen habe ich jetzt nicht gesehen. Aber vielleicht bleibt uns jetzt das Glück hold. Oftmals kommen die ja wirklich dann auch unmittelbar hintereinander, wenn man dann ewig gesucht hat. Mine folgt. Die ist auch schon wieder teuer. Naja, das ist ein Spielchen hier, ich weiß. Da. Mia Porsche. Du flottes, heißes Bienchen. Mia Porsche. Das ist auch die aus diesem Film. Aus diesem Dingen-Film da. Mia Porsche. Oh, lecker. Lecker. Da hat sich das Warten an sich ja schon gelohnt. Diese heiße Biene und... Und noch eine heiße Biene, Carla. Wunderbar. Das ist auch genau in meinem finanziellen Budget drin. Das passt also ganz wunderbar. Erlaubte Nahrung, da sollten wir uns jetzt auch keine Sorgen machen müssen. Und wir kaufen... Ach so, wartet mal. Wie viel Ziegen haben wir denn hier? 11. Ach komm, da können wir doch gleich hier ein paar Ziegen rausnehmen. Da brauchen wir doch keine bestellen. Ist doch Quatsch. Wir verlagern. Wie viel? Na, sagen wir doch mal gleich 6 in diesem mittleren Stall. Hier wird noch der Autoinseminator eingestellt. Wunderbar. Und wir können noch ein paar Gewächshäuser mitnehmen. So. Super. Jetzt schauen wir doch mal, was der Wind so sagt. Sieht gut aus. Da kommt wieder einiges zusammen. Also das lohnt sich hier wieder. So, und heißt es eigentlich abwarten, ne? Jetzt heißt es abwarten. Ach so, was ich noch überprüfen wollte, genau, das interessiert mich nämlich. Ich wollte gerne mal wissen, wie viel die unterschiedlichen Milchsorten eigentlich wert sind. Schauen wir doch mal. Ziegenmilch, Schafsmilch, Kuhmilch. Da möchte ich gerne mal in den Verkauf gucken. Milch, Kuhmilch liegt bei
3,21. Warum sehe ich denn jetzt nicht, was die Schafsmilch im Moment wert ist? Guck mal nochmal hier. So, die Milch liegt bei 3,21 etwa. Ziegenmilch liegt bei... die ist deutlich mehr wert. Schaut mal hier. 4,80 Euro und Schafsmilch. 13 Euro. Stark. Schafsmilch lohnt sich richtig, Leute. Und die Schafe geben uns noch zusätzlich Wolle. Und was ist die Wolle wert? Gucken wir gleich mal rein. Wolle haben. Gucken wir mal, Wolle, Schafswolle, auch nicht schlecht. Ja, selbst hier ein Tiefpreisniveau 15,80 Euro, das ist schon mal richtig stark. Wie viel haben wir denn davon jetzt? Guck mal hier schon, 56 Kilo, das ist eine ganze Menge, hält sich bis 2028, haben wir also richtig Glück, also super. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Schafe. Allein der Milch wegen ist das schon eine lohnenswerte Geschichte und auch die Wolle, mein lieber Mann. Also, warte doch mal, was können wir denn? Müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt bei den Ställen, nur mal angenommen, wir wollten hier die ganz großen Ställe bauen, müssten wir da nochmal in die Forschung gehen? Oder gar das Inhabergebäude auf Stufe 3 haben? Und wenn ja, was würde uns das kosten? 630.000. Nee, das ist mir zu teuer im Moment. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Wir wissen nicht, was Missionen hier noch auf uns zukommt. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. So, ihr Lieben, ihr müsst euch jetzt nur ein kleines bisschen anstrengen. Ich meine, Nahrung habt ihr ja nun wirklich von jedem etwas. Gärfutter ist auch noch genug im Lager drin. Also daran soll es nun nicht scheitern. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Wir setzen noch ein paar Bäumchen. Obwohl, wir können eigentlich... Ja. Hier machen wir uns so eine kleine Hecke hin, ne? Das ist doch genau das Richtige jetzt. Wir machen uns hier noch eine Hecke. Ah, das Eckelement... das wird aber knapp hier. Das wird richtig knapp. So, aber das kriegen wir hin. So. Ich vermute mal, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ich vermute, wir werden hier keine Bäume mehr dahinter bekommen. Wir können es zwar versuchen, aber ich meine, das geht nicht. Schauen wir mal, dass wir diese Ecke hier noch schließen. Jawohl, das passt. Oh, schön. Dann können wir die Hecke noch ein kleines bisschen weiterführen. Zumindest... Ah, hier passt es leider nicht mehr. Schade. Hier kriegen wir noch ein bisschen Hecke ran. So, Zugangsweg haben wir an dieser Seite nicht. So, okay. Ach komm, eins noch. Eins noch, weil es so schön aussieht. So. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir tatsächlich noch ein Bäumchen hier reinbekommen. Ha, schade. Ach, das wäre jetzt natürlich herrlich gewesen. Nee. Aber auf der anderen Seite, wisst ihr was, es sieht auch nicht toll aus, wenn man überall nur Bäume hat. Also ein kleines bisschen abwechseln muss man das dann noch ein bisschen, also sonst sieht das wirklich nicht aus. So, das habe ich mir fast gedacht, dass die hier schon wieder umkippen. Nee, also das wird nichts mit den Bäumchen, aber wir können vielleicht mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja... noch ein paar Blumenkübel hier mit dazu. Nee, die passen leider auch nicht. Schade, das wird nix. Na gut, nicht so dramatisch. Immerhin, wir haben mal ein kleines bisschen Abwechslung reingebracht, also weniger Bäume. Das gleiche könnte man natürlich jetzt auch mit diesem Stall noch machen. Hecke, Hecke. Bringt auch noch mal ein bisschen Abwechslung. Oder aber, wir machen das hier an dieser Stelle noch mal ganz anders. Ja, wir machen hier mal... Haben wir nicht Bänke? Nee, haben wir nicht, ne? Oh, schade. Eine Bank wäre hier toll zum Ausruhen. Das wird aber leider nichts. Nein, dann müssen wir diese Blumenkübel hier nehmen.
So, nehmen wir erstmal diese zwei. Na ja, komm. Machen wir nochmal weg. Das geht besser. So, da soll er hin. So, dann nehmen wir uns hier an dieser Stelle noch einen Brunnen dazu. Ich meine, wenn wir schon keine Bank setzen können, dann darf hier wenigstens dekotechnisch einen Brunnen hin. Dann können sich die Leute auch gleich noch das Wasser für die Tiere holen. Warum denn nicht? Zäune müssen wir jetzt nicht nochmal setzen. Wie gesagt, also da ich würde mir wünschen, dass hier noch ein paar mehr Optionen zur Verfügung stünden. Das würde mir echt gut gefallen, aber naja, das Glück haben wir leider nicht. So, machen wir uns noch ein paar Bäumchen mit dazu. So, da hätte ich aber wirklich ganz gerne ein paar kleinere. Die ganz großen Bäume, die setzen wir uns hier vorne an diesen Schafstall ran. So, das soll schon reichen. Hört ihr das, was hier für Geschnatter ist? Ist das herrlich? Warum nimmst du denn den Baum jetzt wieder weg? Ach, Jesus, Maria und Josef. Bleib jetzt hier stehen. So. Naja, hier ist richtig eifriges Treiben drin. Da wird wahrscheinlich gleich wieder Nachwuchs kommen. Das ist ja herrlich. Da könnte ich stundenlang zuhören. Okay. So, jetzt haben wir aber genug dekoriert und gemacht. Jetzt kümmern wir uns mal noch ein bisschen um unsere Gewächshäuser. Das soll hier unbedingt noch erledigt werden. Und dann überprüfen wir noch mal, wie es aussieht im Moment mit unserer Schafzucht. Denn wir müssen ja noch diese 10 Tiere verkaufen. Das ist ja, da kommen wir jetzt nur nicht dran vorbei. Aber hier können wir immer noch nicht den Inseminator rufen lassen. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. Aber wir haben ja auch noch etwas Zeit, bis die Gänse alle gezüchtet sind. Apropos, warum werden die hier nicht weitergezüchtet? Ist vielleicht möglicherweise dieser Gänsestall voll? Naja, 28 von 30. Verkaufen wir mal wieder ein paar Tiere, dann geht das vielleicht noch mal ein kleines bisschen schneller. Und dann freuen wir uns händeringend jetzt auch aufs Frühjahr, denn viel ändern, einstellen und so weiter müssen wir jetzt ja erst einmal nicht. Tja, ihr Lieben, ich habe in dieser Folge tatsächlich ein kleines bisschen mehr Zeit in die Liebe zum Detail gesteckt oder damit zugebracht, hier dieses Gebiet tatsächlich noch ein bisschen zu erweitern und das mal ausnahmsweise ganz fernab von möglichen Missionsaufgaben, einfach weil ich selber mal Lust drauf hatte. Ich glaube aber, auch haben wir mit diesem Schritt zumindest für den Moment nichts verkehrt gemacht. Ich denke, diese zwei Betriebe, die wir noch dazugenommen haben, mittlerer Art, sind durchaus wirtschaftlich. Die werden sich auf jeden Fall lohnen durch den Verkauf der Milcherträge und der Schafswolle. Also da können wir uns schon mal drauf freuen. Richtig spannend wird es dann werden, wenn wir vielleicht noch einen richtig großen Betrieb mit dazu nehmen. Aber jetzt gucken wir wirklich erstmal mit den Zukunftsblicken auf kommende Missionen und schauen uns mal an, was man da von uns verlangt. Ich lasse jetzt die Geschwindigkeit trotzdem mal noch ein bisschen laufen. Das bringt uns noch ein kleines bisschen Geld in die Taschen durch die Verkäufe und Erträge hier aus diesen Gewächshäusern. Und wir können vielleicht auch in diesen Bereichen hier noch ein kleines bisschen vorwärts kommen. Ich nehme mal an, die Schafe sind bald zur Fortpflanzung bereit. Vielleicht können wir ein paar Tiere verkaufen. Wir sind schon bei Schafen. Klar, ich meine, je höher der Wert dessen ist, was diese Tiere erzeugen, das sehen wir ja auch bei Kühen zum Beispiel, da ist es dann die Masse der Milch, die da zusammenkommt, aber die brauchen einfach länger in der Fortpflanzung als beispielsweise hier die Ziegen. Dann brauchen wir also doch noch ein kleines bisschen länger Geduld. So, okay, wir warten mal noch, bis dieses Gewächshaus hier vorne fertig ist. Was ist das? Tomate, meine ich? Jawohl. Bärbelbühler. Sollte aber bald erledigt sein. Und die Schulung ist beendet. Effizientere Marketingtechniken der Landwirtschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir jetzt noch eine Forschung durch? Oder nicht? Ja,
Es ist jetzt. Achso, jetzt gucken wir erstmal in die Verbesserungen hier. Alle Funktionen des mittleren Hauses, Autobörse zweimal die Woche, Felder mit Maxgröße von 100 mal 100 Metern. Also nur um die Felder jetzt wirklich auf 100 mal 100 zu bringen und die Autobörse zweimal pro Woche ablaufen zu lassen, müssen wir das jetzt noch nicht verbessern für 630.000 Euro. Dann gehe ich doch davon aus, dass wir die ganz großen Ställe tatsächlich erhalten durch intensivere Forschung. Ja, hier sehen wir es doch. Schulung über die industrielle Verwaltung von Schweinemast. Schaltet die dritte Stufe für Gebäude der Schweine frei. Hier hätten wir die dritte Stufe für Gebäude der Kühe. Und hier hätten wir Schafe und Ziegen. Ach komm, das machen wir 60.000. So, das möchte ich jetzt wissen, wie das aussieht. Wenn wir natürlich großes Pech haben, dann kann es sein, dass wir trotz dieser Forschung das Gebäude dann nicht setzen können, weil wir ja wissen, dass in den Kampagnenmodi die Gebäude mitunter auch gesperrt sind und erst Stück für Stück freigeschaltet werden. Aber okay. So, lasst uns doch nochmal schauen. Jetzt werden hier die Ziegen gezüchtet. Das heißt, die Schafe werden wahrscheinlich auch bald dran sein. Aber lasst uns doch nochmal schauen, was im Moment der Honig bringen würde. Schauen wir mal. Honig, Honig. So. Preis bei Blütenhonig ist wieder etwas gestiegen. Rapshonig ist immer noch im Keller, lohnt sich also im Verkauf jetzt im Moment noch nicht. Nun gut. So, ihr Lieben, so gerne ich jetzt hier auch die Zeit so schnell laufen lasse, ich habe das ja gerne ein bisschen langsamer und gemütlicher. Wir können es leider nicht beeinflussen, dass jetzt diese Zucht doch wieder ein kleines bisschen was länger dauert. Die Schafe brauchen noch ein kleines bisschen Zeit und wir kommen in großen Schritten, wir sehen es auch schon anhand dieser grafischen Umstellung jetzt, so langsam aber sicher wieder Richtung Frühling. Das heißt, in der nächsten Folge wartet eine ganze Menge Arbeit mehr auf uns. Dann wird aber auch die Zucht der Gänse fertig sein und wir werden dann auch diese 10 Schafe verkauft bekommen. Davon gehe ich jetzt mal ganz, ganz felsenfest aus. Wenn nicht, kaufen wir uns noch ein, zwei und verkaufen die dann schlussendlich. Dann ist diese Mission aber auch durch und die nächste Mission wartet auf uns. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein mit all den Versprechern, die es in dieser Folge wieder gab. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Tschüss und Ade, sagt der Lama.